Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 3. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Bewegung unserem Planet Erde ist gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat einen Einfluss von Sternen, einmal von Capula. Und dieser Stern Capula befindet sich südlich von großen Bär oder große Wagen. Ein Sternenhaufen besteht aus mehreren Sternen. Und davon ist zwei bekannt, Kara und Asterion. Und diese Kara und Asterion sind gute Freunde. Und dieser Sternennebel, dieser Sternenhaufen Capula bedeutet übersetzt Sternreiche. Aber weil es hier um Freundschaften geht, dann vermittelt uns eine Botschaft, neue Freundschaften zu pflegen oder Reichtum bei den Freunden. Also eine Vielzahl von Freunden kann auch bedeuten, dass eine wichtige Freundschaft hat seine Werte. Labrum bestrahlt auch unserem heutigen Mondbewegung. Mond saugt diese Energie auf von den Sternen und vermittelt uns weiter und beeinflusst unserem Alltag, die Tagesereignisse. Dieser Labrum ist einen goldenen Becher. Man sagt auch, das ist die Heiligen Gral. Und wie ist die Geschichte dazu? Weil dieser Labrum, dieser Heilige Gral oder dieser goldenen Becher hat auch eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Hier ist dieser Becher, dieser goldenen Becher, flieg davon und hol frische Quellwasser für Zeus. Aber bitte beeile dich. Die Rabe flog davon und unterwegs sieht er einen Feigebaum und wollte von diesem Feige essen. Aber die Feige war noch unreif und die Rabe wartete, bis diese Feigen reif waren und er hat davon gegessen und dann später ist zu die Quelle geflogen, hat frische Quellwasser geholt für Zeus. Apollo fragte dann den Rabe: Ich habe dir gesagt, du sollst dich beeilen. Wo warst du denn so lange? Und der Rabe antwortete: Weißt du, Apollo, da unterwegs war Hydra, diese Wasserschlange, und sperrte mir den Weg. Jetzt komme ich ein bisschen später. Apollo, der Sonnengott, erkannte diese Lüge. Und als Strafe setzte die Rabe im Himmel und die Rabe muss jeden Tag die Sternbilder anschauen, auch das goldenen Becher und auch die Hydra, diese Wasserschlange. Und hier in diesem Bereich befinden sich auch diese Sternbilder. Interessant ist zum Wissen, dass gegenüber von diesem goldenen Becher, was viele als heilige Gral betrachten, gegenüber liegt eine Quelle tatsächlich, der Fluss des Eridanus. Und Achenar ist das Ende des Flusses und hier ist eine Brunnen, also wirklich ist die Quelle da. Also wahrscheinlich in die Richtung ist die Rabe geflogen, auch wenn das mit Verspätung kam, aber die Rabe brachte doch diese Quellwasser. Dann haben wir nochmal einen Einfluss von den Sternen. Zawiawach heißt dieser Stern. In der chinesischen Astronomie heißt es die oberste Palast. Und dieser oberste Palast besteht aus 5 Sternen und dazu gehört dieser Zawiawach.
Und dieser oberste Palast ist die Gericht, ja, die göttliche Gesetze, Ursache und Wirkung. Und die höhere Anwalt hier ist Zaviyava. So wird bei der chinesischen Astrologie oder Astronomie betrachtet. Und die nennen diesen Stern als oberste Rechtsanwalt, die rechte Hand des Gesetzes. Und hier kommt die göttliche Gesetz in Wirkung. Ursache und Wirkung. Also das sind die Einflüsse von Sternen, das heißt Freundschaften oder eine wertvolle Freundschaft, dann auch vielleicht achten auf die Wahrheit und die heilige Gral, das ist auch diese Quellwasser, ich bezeichne das unserem Inneren, unserem Intuition hören und diese Gerechtigkeit, das oberste Palast des Gesetzes, das göttliche Gesetz, Ursache und Wirkung hat heute eine Bedeutung oder vermittelt uns etwas. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. In gleichem Moment geht in Westhorizont unter die Tierkreiszeichen Löwe. Die bilden die Gleichgewicht, astrologisch Aszendent, Deszendent, Ich und Du. Also Thema Liebe, Partnerschaft ist hier auch sehr wichtig. Was für Partnerschaft, gerade wenn die karmischen Knoten genau in diesem Bereich befinden, die aufsteigende Mondknoten, die neue karmische Lernaufgabe in Tierkreiszeichen Löwe und das alte Karma gerade in Tierkreiszeichen Wassermann und im Bereich Ich und Du. Also geht es um Liebe, Partnerschaft, nicht nur das, zeigt mir die Thematik, sondern auch Venus, der Liebesplanet, bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben karmischen Themen, alte Karma. Mich fasziniert die Thematik Karma, weil ich glaube an Wiedergeburt und ich glaube daran, dass unsere Seele unsterblich ist und macht hier auf die Erde Erfahrungen. Wir entwickeln uns, haben wir Lernaufgabe und das ist die Bewegung, das sind die Veränderungen. Unsere Seele, unserem Selbst ändert sich. Und wenn wir glücklich und zufrieden leben und haben unsere karmische Lernaufgabe gelernt, dann befreien wir von diesem Rad des Schicksals, von dieser Karma. Und genau das ist das Ziel. Und dann geht es irgendwo weiter. Das sind die Geheimnisse des Lebens. Aber dann fühlen wir uns befreit. Und genau das sind die karmischen Themen. Und wenn das so ist, dass wir früheren Leben gehabt haben, dann haben wir schon Erfahrungen gesammelt hier auf die Erde. Natürlich sind Bereiche, wo wir Meister sind und uns auskennen. Das sind die Talente und Fähigkeiten und haben auch diese Bedürfnis, das als Berufung ausüben. Aber nicht nur das, diese Talente, Fähigkeiten schlummern an uns, sondern auch gibt's Begegnungen, karmische Begegnungen, Seelen, die sich vom Früher kennen. Und das ist gerade in Liebe, Partnerschaft bei vielen Menschen aktiviert. Gerade die Löwengeborenen, Wassermanngeborenen und die Menschen, die Löwe oder Wassermann als Aszendent haben oder die Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop die karmischen Knoten in Tierkreiszeichen Wassermann und Löwe befindet. Haben Sie Interesse daran, das zu erfahren, wo liegt diese karmischen Knoten und welche Lebensbereiche, können Sie mit mir gerne kontaktieren. Und das sind die Themen Karma, alte Erinnerungen. Das kann die Suche an die wahre Berufung sein, natürlich. Oder liebe Partnerschaft, das ist wichtig jetzt gerade bei die Wassermann geboren. Und das spiegelt auch etwas im Leben. Entweder die wahre Berufung wird gerade gezeigt oder die Seelenpartner wird gerade gezeigt. Und man sollte auch in diesen Spiegel schauen und im inneren Gleichgewicht bleiben. Gespräche, Kontakte nehmen zu, gerade bei die Wassermann-Geborenen und die Kontakte
ist aktiv, also das ist auch zum Erwarten, viele Gespräche oder wichtige Termine oder ein Vertrag. Also das ist auch ein Thema. Aber es gibt momentan eine Herausforderung und es trifft auch die Wassermann-Geborenen und auch die Skorpion-Geborenen, und das ist die Liebe-Partnerschaft. Es ist die Neigung, da etwas zu übertreiben. Und das erzeugt eine gewisse Spannung. Jupiter, Venus steht in Spannung. Aber da gibt's auch eine Lösung und das ist der goldene Schnittpunkt. Und der goldene Schnittpunkt zeigt uns den Weg, was ich gestern auch erwähnt habe, und das gilt immer noch, Richtung Saturn. Saturn bedeutet Lernaufgabe, Schicksal, schicksalhafte Veränderungen, aber auch Karma. Und Saturn möchte uns belehren und möchte erreichen, dass wir Sicherheit, Stabilität und eine Struktur haben. Und die Skorpiongeborenen, die Wassermanngeborenen, aber auch die Löwengeborenen sollen die Liebepartnerschaft in Ordnung zu bringen, im inneren Gleichgewicht bleiben, nichts übertreiben. Sie brauchen eine Lösung, damit die Liebe, die Partnerschaft in Form kommt, dass eine Stabilität kommt. Die Himmelsrichtung, weil das fasziniert mich auch, die Energiefelder, die Himmelsrichtungen, wo sind die fließende Energie, wo sind die störende Energie und wenn es störend ist, wo liegt die Lösung, wo ist die goldenen Schnittpunkt, in welcher Himmelsrichtung befindet sich die Lösung, dieser Weg, das Ausweg. Und das ist gerade die nordöstliche Himmelsrichtung. Das bedeutet Liebe, Partnerschaft, Spannung. Eine Energieausgleich ist möglich, wenn wir Richtung Saturn orientieren, das heißt es ernst zu nehmen, geduldig zu sein, auf anderen zugehen und das in Ordnung zu bringen, dass da Stabilität und Struktur kommt. Das ist die Thematik, das ist die Ausweg. Und Saturn zeigt auch eine bestimmte Richtung, wo wir die Ruhe finden oder die Richtung hilft uns oder da liegen die Begegnungen. Und das zeigt in die nordöstliche Himmelsrichtung von unserem Wohnort aus. Und das kann einen Ausgleich geben, entweder mit dem Partner einen Ausflug machen in diese Richtung oder jemanden besuchen, wo nordöstlich wohnt, oder ein kleines Ritual machen für die Harmonie, eine Kerze anzünden oder einen Duft dazu in und die Richtung orientieren nordöstlich, hilft auch zum Gleichgewicht zu finden. Oder die, wo alleine sind und wirklich möchten in einer Partnerschaft leben. Dann sollen eine Gruppe von Menschen treffen, wo gleichgesinnt sind. Entweder ein Verein oder eine Partei oder eine Ausstellung oder eine Vorlesung. Wichtig ist, dass man mit gleichgesinnten Menschen kontaktiert und die Himmelsrichtung ist, wo hier die Bewegung Glück bringt oder die Lösung bietet, wo etwas verbessern kann. Das ist die nordöstliche Himmelsrichtung von unserem Wohnort aus. Dann die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, dass sie wahrgenommen werden, dass jemand zuhört oder sie geben einen Rat und bekommen sie Bestätigungen und es gibt Sicherheit und Stabilitätsgefühl gerade für die Fischengeborenen. Und die Fischengeborenen sind auch gerade gefragt, weil bei vielen Sachen sollten wir gerade zur Zeit auch intuitiv handeln oder auf unseren Träume hören. Oder kommt ein Symbol und das sollen wir verstehen auch. Und da sind die Fischengeborenen sehr feinfühlig. Also man kann die auch vertrauen in diese Richtung. Und wichtig ist, dass die Fischengeborenen auch selbst daran glauben, weil daran liegt ihre Stärke. Also sie können gerade anderen helfen oder einen Rat geben. Aber wichtig ist, dass auf die Gefühle hören oder auf einen Traum, also intuitiv handeln. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtige Thema auch wahrgenommen werden und sie möchten etwas zeigen, Kraft zeigen, Mut zu zeigen, ein Neuanfang oder Ideen, dass es auch andere begeistern können. Und daran liegt gerade die Stärke, die Wiedergeborenen. In die Liebe verspüren sie Leichtigkeit und Unterstützung
gute Gespräche sind zum Erwarten oder eine gute Nachricht, wichtige Termine und es ist ein Aufstieg, gerade bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema, gerade Werte und Wertschätzung und energetisch hängt das zusammen mit den Finanzen. Und genau darum kümmern gerade die Stiergeborenen. Die Gespräche kann zu Missverständnissen führen. Auch ein Vertrag, besonders wenn es um Finanzen geht, würde ich jetzt als Stiergeborene nicht unterschreiben. Aber andere Bereiche, wie zum Beispiel Gleichgewicht zu bekommen bei Ausgabe und Einnahme oder die Buchhaltung selbst im Griff bekommen oder die Überblick behalten oder Gewinnchancen. All das ist möglich gerade bei den Stiergeborenen. Und daran liegt gerade die Kraft. Und weil das mit unserem Selbstwertgefühl zusammenhängt, es ist auch wichtig, dass sie Selbstwertgefühl schenken sich selbst gegenüber und verlangen auch von anderen die Wertschätzung. Und so kommt die Finanzen in Ordnung. Wo sie vorsichtig sein sollen, das sind jetzt die Termine, gerade was die Finanzen betrifft, die Finanzamt oder Steuerberater oder Bankterminen und die Unterschrift, die schriftlichen Sache. Das kann ein Hindernis sein bei den Stiergeborenen oder kann zu Verlust führen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie verspüren auch diese Leichtigkeit. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und ein wichtiger Bereich ist gerade die Zuhause, entweder weil sie das Genießen dieser Ruhe oder weil sie wohnlich etwas verändern, ein Umzug, eine Renovierung, eine neue Einrichtung. Und bei vielen Zwillingsgeborenen, wenn das die beruflichen Umfeld ist, Immobilienmakler, da kommt auch etwas in Bewegung. Also Thema Bau oder Innenarchitektur oder Immobilien kaufen, verkaufen, mieten, vermieten, wie auch immer. Also das kann auch ein beruflicher Bereich sein in Thematik im Bereich Immobilien. Also das ist auch jetzt zu Tierkreiszeichen Zwilling zugeordnet. Wo Veränderungen kommt, das sind die Verwandtschaft, vielleicht eine Einladung oder ein Besuch oder in vertrauten Umgebung sind auch Begegnungen oder Aktivitäten spürbar in die Tage. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sind sehr kreativ momentan und sie vorbereiten etwas. Es ist nicht unbedingt der Neuanfang, aber die Vorbereitung. Und wichtig ist, dass sie das spielerisch machen. Und die das erlauben, mal Kind zu sein. Nicht kindisch, sondern mal Kind zu sein, weil genau das befreit gerade die Krebsgeborenen. Und wichtiges Thema ist, dass sie um die Berufung kümmern und diese Ideen, diese Vorbereitungen umsetzen, vielleicht später, aber irgendwann umsetzen auf dem beruflichen Umfeld, weil sie sich beruflich verändern oder etwas verbessern beruflich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Thema und die Thema ist das Selbstbild, das Selbstdarstellung, das Auftreten, die Ausstrahlung, aber auch die Partner, Partnerin oder Wunschpartner oder Wunschpartnerin auf andere zuzugehen, ernst zu nehmen, aber nicht aufopfern, sondern das im Gleichgewicht halten, geben und nehmen. Und das sind die Themen, viele Löwengeborenen haben karmische Lernaufgabe oder ein Neuanfang in erster Linie in die Liebe, Partnerschaft, aber es ist auch mehr beruflich möglich, dass sie neue Aufgaben haben, wo sie sich noch nicht auskennen. Und da lernen sie vieles Neues, die Löwengeborenen als Erste, was sie lernen, dass sie daran nicht zweifeln und die Ängste natürlich dann loslassen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist auch Bewegung, da ändert sich etwas im Alltag, sie treffen auch Entscheidungen, sie fühlen sich zwar unsicher oder haben das Gefühl, dass die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt sind, aber sie sollen über diese Grenze gehen und etwas trauen, dann kommt das alles in Bewegung, kommt auch alles im Fluss. Die Themen sind in erster Linie Liebe, Partnerschaft, das Private,
aber kann auch wirksam sein im beruflichen Umfeld. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sollen etwas anschauen. Die Spiegel, ja, was spiegelt hier dein Leben? Die Veränderungen, die Umbrüche, unerwartete Ereignisse anpassen und diese Chancen, Möglichkeiten auch nützen, mutig zu sein, etwas zum Wagen. Die Wagengeborenen neigen dazu, das alles so ein bisschen abwiegen, vergleichen, ausgleichen. Manchmal hat man keine Zeit dazu, sondern muss schnell reagieren und das können sie vom Wiedergeborenen lernen. Und genau das spiegelt auch Uranus von Tierkreiszeichen wieder auf die Wagengeborenen, liegt auch gegenüber. Und das ist die Anpassungsfähigkeit, was manchen Situationen ist es besser überlegen, manchmal ist es besser spontan und schnell handeln. Und das sollen sie die Wagengeborenen gerade trainieren, damit umgehen, weil zurzeit wirkt das. Sie haben Glück in die liebe Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist eine gewisse Spannung in die liebe Partnerschaft. Und das habe ich bei Wassermann-Geborenen auch erklärt. Diese Spannung kann man ausgleichen, muss den goldenen Schnittpunkt finden. Und das ist die Saturn-Energie im Tierkreiszeichen Steinbock, die Gefühle ernst zu nehmen, auch die eigenen Bedürfnisse, aber auch die Gefühle den anderen, das in Harmonie zu bringen, geben und nehmen. Ein Ausgleich finden, nichts übertreiben, das wäre verkehrt, auch die Emotionen nicht zu schnell emotional handeln, was man später auch bereut, sondern geduldig zu sein, weise zu sein, überlegen, was man macht. Und die Himmelsrichtung ist auch eine gute Lösung, weil da kommen die Bekanntschaften oder das ist gut, die Richtung auch für die Partnerschaft, weil das ist die Kraftort, gerade wo man die liebe Partnerschaft, diese Spannung wieder die Ruhe findet und die Himmelsrichtung ist nordöstlich von dem jetzigen Wohnort. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben beruflichen Erfolg. Und sie haben auch Kraft und Mut, beruflich etwas verändern oder sich durchsetzen und sie werden auch wahrgenommen. In die liebe Partnerschaft haben auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Schützengeborenen haben gute Energie, auch wenn die Gefühle ein bisschen durcheinander sind im Augenblick. Aber in die Tage können sie endlich aufatmen. Ab morgen läuft es alles mit Leichtigkeit und haben sie wirklich von allen Seiten tolle Energie, die Schützengeborenen. Die Steinbockgeborene ist auch ein Aufstieg, besonderes beruflicher Aufstieg, aber es ist alles so mühsam. Und die Steinbockgeborenen lernen etwas. Das ist vielleicht nicht an ihren Welt, die Träume oder Fantasie, weil die Steinbockgeborenen sind bodenständig. Die sind mehr auf die Realität bezogen. Aber sie lernen jetzt auch mal träumen. Und Saturn und Lilith belernt das auch, auch mal auf die Träume zu hören. Und was die Steinbockgeborenen als sehr gut können, weil daran liegt die Stärke, die Steinbockgeborenen das als Ziel setzen und das werden sie auch erreichen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch bekannt geben, dass ich nicht nur diesen Kanal habe, sondern auch noch drei weitere. Einmal die venezianisches Liebesorakel. Da gibt's viele Legungen. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Wochenende Liebesorakel, Wochenorakel für die Liebe, wünscht dir was Orakel, romantische Momente. Dann habe ich nochmal einen Kanal, die orientalisches Liebesorakel. Da geht mehr um das märchenhafte Tausend und eine Nacht, die Düfte, die Sehnsüchte, die Träume und auch Traumdeutung. Und was gehört noch zu Orient? Natürlich die Kaffeesatz lesen. Darf auch nicht fehlen. All das befindet sich in mein orientalisches Liebesorakel. Und dann gibt nochmal ein Kanal Meisterin des Kartenlegens zum Lernen. Und da mache ich Schulungen,
und können Sie die Kunst des Kartenlegens erlernen. Die Lunomat-Karten sind schon vollständig, was ich auch bekannt gebe, meine eigenen Karten. Das Buch kommt auch bald raus, also gibt auch das Buch dazu. Und ich zeige meinen eigenen Karten, auch die Legungen, meine Legensystemen und komme noch vieles, vieles mehr wie Kipperkarten, Zigeunerkarten. Und all das befindet sich bei Meisterin des Kartenlegens. Ich freue mich selbstverständlich, wenn Sie diese Seite auch besuchen, wenn die Interesse besteht natürlich. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.